So, liebe Widerstandskämpfer, es geht weiter mit Wolfenstein 2, The New Colossus. So, die Nazis kommen und wir müssen den Leuten so viel Zeit verschaffen, wie es nur geht. Wow! Ja, auch noch. Eieiei. Mehr Drohnen. Sind mir eindeutig zu viele Gegner. Meine HP geht zur Neige. Meine Munition ebenfalls. Alles klar, Baby, ja. Schafft? Hören Sie auf zu grinsen, Cap. Los, das Dach ist evakuiert. Ach, wir können weiter. Na, nice. Das war echt knapp. Carolina. Da. Noch ein Engel. Muss ich springen? Aber die Weißen hier? Die haben doch aufgegeben. Ich glaube, die haben auf Kämpfen gar keine Lust mehr. Nein, die tun alles, was der scheiß Kanzler ihnen sagt. So ein Schwachsinn. Sie wollen das Regime bekämpfen, wie wir. Sie brauchen nur jemanden, der ihnen zeigt, wie. Wissen Sie, wer jetzt im Süden das Sagen hat? Der Ku Klux Klan. Verdammt, habe ich recht? Genau. Und was werden sie tun? Wollen sie mit denen Händchen halten, Brücken schlagen und sie überreden, sich uns anzuschließen? Machen sie doch auf, Blaskowitsch. Ach, vergessen Sie die Überläufer. Die breite Masse ist wichtig. Hören Sie, ich bin ausgepowert. Ich mach's nicht mehr lang. Ich kann nicht mal mehr alleine stehen. Könnte schlimmer sein. Vielleicht haben sie recht. Vielleicht haben sich alle mit der Tyrannei arrangiert. Das Regime ist vielleicht immer noch an der Macht, wenn ich verrecke. Schwester Grace hat immer recht, Bruder. Musste ich auch erst lernen. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Wer den Amerikanern die Freiheit nimmt, spielt mit dem Feuer. Und ich gieße noch Öl hinein. Die Leute müssen lernen, das nicht mehr mitzumachen. Und wenigstens das werde ich tun, bevor ich gehe. Sehen Sie, genau das meine ich, Blaskowitsch. Sie wollen dem Regime Angst machen? Es an der empfindlichsten Stelle treffen? Sie wollen ein verdammtes Chaos anrichten? Tja, dann sind Sie an der richtigen Adresse. Wenn Sie immer noch mit allen Mitteln gegen das Regime kämpfen können, dann was wohl? Dann wird mein Plan die Nation erbeben lassen. Oh, Scheiße. Muss ich jetzt etwa zurück nach Roswell? Ja, so sieht's aus. Was hältst du davon, du Dummerchen? Ich glaube, jetzt habe ich dich, mein Großer. Max Haas?
Ich weiß nicht, Mixchen. Sieh an, hier werden also die Entscheidungen getroffen. Wir brauchen einen Platz zum Schlafen. Dieser Raum ist leer. Super Special! Hey, Weißbrot, ich brauche ein neues Zuhause für meine Leute. Strom, Zugang zum Funkraum und ein Klo. Alles klar? Ja, Ma'am, klar doch. Was gibt's, Boss? Hier ziehen wir ein. Alles klar, Schwester. Also hört zu, Leute. Das Weißbrot zeigt euch, wo ihr das Zeug aufbauen könnt. Danach sucht ihr euch einen Platz zum Pennen. Lernt die Bootsleute kennen. Und hey, ihr benehmt euch, klar? Hier lang. Haben Sie Atomwaffen an Bord? Haben wir. Es gibt einige Atomsprengköpfe unten in Sektion F. Wir müssen uns einen davon besorgen. Der Eingang zur Sektion F wurde versiegelt. Er ist überflutet seit den Angriffen. Laskovich, können Sie schwimmen? Ja. Oh, Baby, nicht schlecht. Was zum Teufel ist das? Caroline, rest in peace. Ich sagte, was zum Teufel ist das? Sehe ich da etwa eine funktionierende Toilette vor mir? Mich zu fassen! Ja. Ja, diese Toilette kann alle möglichen Exkremente entsorgen. Fäkalien, Urin, Erbrochenes. Hast du Arschpapier? Ah, okay, guck mal, hier ist das U-Boot und America. Okay, was sollen wir denn tun? Ich bin gerade so ein bisschen orientierungslos. Was haben wir denn da noch hier? Was ist das denn für ein Räumchen hier? Noch gar nicht. Jetzt alles wieder unaufgedeckt ist. Betritt Sektion F. Wo war denn Sektion F nochmal? Ich weiß es nicht. Ich werde mich auf diesem U-Boot nie zurechtfinden, glaube ich. Wie geht's denn dem kleinen Dingsi? Oh, es schläft. Ein paar Dokumente zum Einsammeln. Hast du das neue Trainingshaus in der Schießanlage gesehen? Meine Zeit war echt scheiße. Das Schweinchen. William. Die Zwillinge treten wieder. Ich glaube, sie spüren deine Nähe. Was macht sie da? Wir brauchen Zeit füreinander. Nur du und ich. Das würde mir gefallen. Mir auch. Aber ich glaube, die Zeit dafür ist gerade sehr ungünstig. Bleib stark, alter Mann. Geh auf Abstand. Das, was sie braucht, kannst du ihr nicht geben. Ist da jemand in diesem Tank? Das ist ein Körper ohne Kopf. Was hat Seth nur vor? Sektion F, wo war das noch? Wo war das noch? So, Biesenau. Was ist hier denn? Adi! Wuhu! Concept Art haben wir noch gefunden. Hallo, Captain. Maria Laurent. Bonjour. Bonjour. Oh, sie ist Französin. Wer hat das gesagt? Wow. Ich? Diese Grafik wirkt äußerst realistisch. Tut mir leid. Als wäre ich wirklich im Spiel. Noch ein? Neues Spiel. Ist es wieder Retro-Level? Ja, Mann! Oh, es spielt sich auch wie damals. Look out!
Der Sound. Oh mein Gott. Wie lange ist es her, seit ich Wolfenstein gespielt habe? Ich weiß es nicht. Mein Leben! Ei! Die Sounds sind der Hammer. Diese Grafik ist so realistisch. Die Grafik ist für damalige Verhältnisse halt dementsprechend, sagen wir es mal so. Hühnchen. Jetzt habe ich nur noch mein treues Messer. Wow. Sagen wir, spielen das Level hier noch. Diesmal gibt es wahrscheinlich keine Secret Levels, sondern den Automat hier, wo man spielen kann. Auch mit den originalen Sounds, wenn man Schätze einsammelt. Oh, das ist toll. So, wir dürften auch gleich am Levelende sein. Was sagen die denn? Gib auf? Ich sollte zurück zum versteckten Eingang in der Umkleide. Grace braucht einen Atomsprengkopf aus Sektion F. Was die brauchen, ist mir gerade so egal. Ich spiele gerade Wolfenstein, Digga. Ei! Machen die den Sound nicht auch hier im Spiel? Oh, weg mit dir. Oh, Levelende. Dich messer ich. Okay, wie komme ich hier raus? E? Ubi quit? Ne, auf Q wechselt man die Waffe. Komme ich denn hier raus? Aus dem Spiel? Keine Ahnung. E mit Leertaste? Weiß ich nicht. Kann mich auch einfach sterben lassen, würde ich mal sagen. Wäre eigentlich gerne mit dem normalen Spiel weitermachen. Ach, ich habe noch zwei Leben, stimmt. Ei. Nee, keine Ahnung, wie ich aus dem Spiel herauskomme. Gibt's dafür eine Option in den Steuerungsarten?
Steuerung. Tastenzuordnung. Wir nutzen E Akimbo, Granate. Tipp. Waffenverbesserung links, rechts, Tagebuch. Lehnen. Pistole, Sturmgewehr, bla bla bla. Ja, ne? Irgendwie nicht. Nee, ich glaube, dafür gibt's nichts. Drücken, benutzen, Granate werfen. Mit J. Ende. Exit Game. Yes. Okay. Back to reality. Spiel den Klassiker Wolfenstein 3D. Ja. Hi. Hi. Voldo dir von dem Geruch erzählt? Mein Freund. Mein Habib. Was für ein Geruch. Guten Tag. Guten Tag. So, wo ist denn jetzt der Eingang? Nein. Ich hab's vergessen. Siegrun. Hallo, Herr Blaskowitsch. Hallo. Anja hat mir diese Station gegeben, damit ich mich nützlich machen kann. Aber sie wurde beim Angriff beschädigt. Herr Bombarte meinte, er könnte sie reparieren. Sicherlich kann er das Periskope nutzen. Alles dunkel und blau. Ging es nicht irgendwo hier lang? Oder war das weiter oben? Hangar. Ich bin echt komplett lost, wo es dahin geht. Central. Kantine. Seth's Lab. Das Waffendepot. Jetzt sind wir wieder bei den Baracken. Ah. Hallihallo. Hallo. Okay, bevor wir noch mehr Zeit verlieren, suche ich jetzt nochmal offscreen den Raum, weil ich habe keine Ahnung mehr, wo der ist. Ich bin komplett raus aus meinem Kopf, deswegen ich bin sofort wieder zurück. Gut, ich hätte vielleicht ein bisschen weiter runtergehen sollen. Da ist der Eingang. Fisch mal den Atomsprengkopf raus. Gut, halten Sie mich auf dem Laufenden. Das war nicht gerade sehr synchron. Binde einen Atomsprengkopf. Na jo, dann los. Aber wozu brauchen wir denn noch? Knarre, ich habe gedacht, wir haben alles gesäubert. Die
erdrückender Hitze. Das nervige Jucken. Wie haben Sie das ausgehalten, Carolina? Er ist so eng geschnitten, dass ich kaum atmen kann. Und Ihre Fußstapfen sind ohnehin zu groß für mich. Wie lange will der Caroline noch hinterher trauern? Ich find's langsam echt ein bisschen strange. Und lästig. Ich meine, ja, sie ist tot und ja, es war schrecklich. Verständlich, er mochte sie. Alles vollkommen nachvollziehbar. Aber... komm schon, Junge. Wir werden uns so an Frau Engel rächen. Die wird sterben. Die werden wir schön zerhäckseln. Sind alles, was mich noch aufrecht hält. Und Anya, ihre Stimme, wie Balsam. Siehst du, du hast so viele Beweggründe, durchzuhalten. Also, moser nicht rum, beweg deinen Arsch. Wow, Nazi-Drohne. Gib jetzt. Gut, mit der Drohne habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und so kleine Rüstungsstückchen, ne? Die Drohne fallen lässt. Laskowitsch, ich sollte Sie vorwarnen. Laut der Maschinenraumkarte scheinen die Atomsprengköpfe von einem Verteidigungssystem bewacht zu werden. Ich zähle 5 Kälteschlafkammern in der Nähe. Seien Sie auf alles vorbereitet. Grace Ende. Kälteschlafkammern? Schläft denn dort? Das ist doch die eigentliche Frage. Wahrscheinlich irgendwelche Nazi-Experimente. Ich rieche Konfrontation. Ich sehe nichts. Ich brauche ein bisschen Licht. Ja! What? Was für eine wild gewordene Sau bist du denn? Oh Gott! Oh shit! Wow! Da! Bin ich tot? Das ist ja gerade noch so am Leben. Kannst mehr Rüstung tragen, nimm mit. Boah, Digga, was war das? Atomsprengkopflager. Steht dick und breit oben dran. Okay, hier liegt noch Rüstung rum. Gut. Nehm die Waffe trotzdem mit, falls nochmal welche von denen kommen. Stimmt, ich kann ja auch rennen mit dem Ding. Ich hab doch eine Karte bekommen.
Okay. Auf der anderen Seite. Wie komme ich denn da rüber? Okay, am Ende lasse ich die Waffe doch fallen. So bin ich einfach schneller unterwegs. Muss ich da rein? Ja, da kamen die raus, ne? Da ist der Kontrollraum, oder? Nee, von da kam ich. Ich hab keine Ahnung. Ist wieder so verwirrendes Level-Design. Guck nochmal auf die Map, vielleicht verrät die mir noch irgendwas. Treppe, Laser, ziehen. Ich werde irgendwie nicht schlau aus der Map. Hier vielleicht? Nope. Also, so wie es aussieht, muss ich hier irgendwie wieder zurück, oder? Aber dafür nur die Treppen nach unten. Das ist so ein Rundgang. Hier oben. Das ist wahrscheinlich auch der Kampf-Area zu verschulden, weil wahrscheinlich hätte ich mich dann auch hier oben verstecken können. Muss ich damit irgendwas aufschießen? Es anlasern. Nee. Können wir mal die Knarre wieder auffüllen. Okay, ich werde jetzt offscreen mal nach dem Weg suchen, weil ich check's gerade irgendwie nicht. Oder ist das hier der Atomsprengkopf, den wir brauchen? Nee, es war ein Torpedo. Nee, ich werde mal gucken, ob ich den Weg finde. Bis gleich. Was auch immer passiert, Anya darf nicht wissen, dass sie unsere Kinder alleine großziehen wird. Diese Last muss ich selbst tragen. Ich musste einfach nur in den Schacht runterspringen. Na, oh Gott. Die explodierenden Heinis auch noch. Wer hat jetzt hier die dickste Knarre im Geschäft? Hehehe. Nee, man musste einfach nur diesen Schacht runterspringen, aber ich war mir nicht so sicher. Auf der Karte, dieses Viereck hat mir den Weg quasi dann gezeigt. Auf sowas sollte ich dann in Zukunft mal achten. Das zeigt mir dann quasi so die Richtung an, wo ich hin muss. Habe ich nicht verstanden. Aber jetzt weiß ich's. Man lernt ja immer wieder dazu, würde ich sagen, ne? So. Wieder komplett Doktor orientierungslos. Okay, ich muss zurück. So lang. Gut, aber wie kriege ich diese Scheibe kaputt? Oder kann ich das hier öffnen? Von der anderen Seite öffnen? Okay. Ach, hier hoch. Jetzt habe ich die Tür geöffnet. Jetzt
sonst muss ich zurück. Also ich werde auf Abstand gehen. Mir nichts anmerken lassen. Caroline. Sterben macht mich zum Lügner. Diese Monologe als... Es ist so super theatralisch, ne? Keiner verlangt von dir zu sterben, Junge. Irgendwann sterben wir alle, aber... Mein Gott, die Leute haben alles gegeben, um mich zusammenzuflicken. Jetzt stell dich mal nicht so an. Oha. The fuck? War das noch eine Drohne? War das eine Drohung? Hm? Ich sehe nichts. Weg damit. Drohnen sind für mich Abfall. Och nö. Jetzt hängt er da so rum. Bleibt ruhig in euren Kapseln, das ist vollkommen okay für mich. Rüstung. Der Knarre ist gleich leer. Das ist ein großes Problem. Lebensenergie gibt's noch. So. What? Wie kommt ihr hoch? Ah! Bleiben Sie draußen! Keine Granaten mehr. Ja moin, das ist eine Volksversammlung. Er will einfach nicht sterben. Ah, geht doch. Und das jetzt alle von euch? Die schöne Rüstung auf einem Haufen liegt. Voll gut. Gut, hier liegen noch ein bisschen Rüstungsteile rum. Von den Drohnen. Kleines Stückchen Rüstung schadet nicht, weil... Wenn jetzt noch ein paar von den großen Affen kommen, dann möchte ich lieber nicht ohne Rüstung dastehen. Das Ding schafft es nicht, Holzkisten zu zerstören. Es ist aber so unlogisch. Das Ding kann Metallkisten zerbersten. Aber eine Holzkiste, das geht nicht. Dafür ist der Laser einfach zu schwach. Nazis in Staub verwandeln geht. Aber das nicht. Grace, ich habe den Atomsprengkopf. Super, bringen Sie ihn dem alten Knacker. Seth, ich habe ihn schon gebrieft. Vorsicht, Riese, der ist empfindlich! Was ist? Schauen Sie mich mal an. Sie sehen blass aus. Ist Ihnen übel? Haben Sie Fieber? Geht mir gut. Alles bestens. Alles bestens? Na gut, ich muss hieran arbeiten. Sie müssen sich ausruhen.
Ich schlafe, wenn ich tot bin. Tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie vorher noch zu Grace. Sie ist in der Zentrale, in Carolines altem Zimmer. Seth! Hm? Seth! Ja, Herr White? Hey, haben Sie schon mal mit Gott gesprochen? Was? Robst White der Dritte. Oh, wow. Und was hat er gesagt? Ich warte immer noch auf seine Antwort. So, in Carolines altem Zimmer. Gehen wir mal dahin. Das war, glaube ich, hier oben. Ne, hier. William? Was? Ich habe das Gefühl, du gehst mir aus dem Weg. Was ist los? Sag doch was. Schau mich an, Anya. Den verdammten Blechmann. Wie soll ich dir da nahe sein? Ist egal. Wir finden eine Lösung, so wie immer. Hey, warum versuchst du es nicht wenigstens? Weil ich verdammt nochmal sterbe. Und je länger wir so tun, als ob alles okay wäre, desto schwerer wird es. In einer Woche liege ich unter der Erde. Das weißt du nicht. Kannst du jetzt in die Zukunft sehen? Tu nicht so, als wüsstest du Dinge, die du bestimmt nicht weißt. Nun, die Toilette geht. Slashy, bist du immer noch hier? Schwing deinen Hintern zurück zur Bodenkontrolle und regle den Scheiß dort. Der HAS-2-Hubschrauber fährt gerade im Hangar hoch und er bringt dich bis Galveston. Aber danach musst du improvisieren, Mann. Abgefahren, Boss. Blaskowitsch, gehen Sie zum Hangar und sorgen Sie dafür, dass HAS-1 bereit ist, klar? Nicht für dich da zu sein. Die Kinder nicht großzuziehen. Das ertrage ich nicht. Dann gib nicht auf, William. Ich werde dich nämlich niemals, niemals aufgeben. Egal, was passiert. Komm mit zu den Duschen. Wir ziehen dir dieses Ding aus. Ich wasch dich. Du stinkst. Wenn ich es ausziehe, falle ich bestimmt auseinander. Und nichts passt mehr zusammen. Ich muss weitermachen. Solange ich kann. Ach, Caroline. Danke fürs Gespräch. Ich hab's versaut. Ich hab's ihr gesagt. Und gemerkt, dass ich nur mich selber schützen wollte, nicht sie. Können wir da nochmal mit Anja reden? Dinge klarstellen. Ich hätte es cool gefunden, wenn es Dialogoptionen gibt, dass man gewisse Dinge einfach mal so ein bisschen besprechen oder richtigstellen kann. Oh, sie ist nicht da. Okay, den Hangar. Ach, den Hangar, den hatte ich doch gesehen. Eine Legende wäre gut. Hackerzentrale. Missionsziel. Death-Werkstatt, die Zentrale, Hackerzentrale. Race-Kabine. Waits-Kabine. Glaube ich, hatte irgendwo gesehen, wo der Hangar ist. Dann kurz davor, glaube ich. Das ist jetzt wieder so ein Suchen nach dem richtigen Gang. Da ging es jetzt runter zu Sektion F. So viel habe ich jetzt verstanden. Hackerzentrale. Hallo? Ah, guck mal hier. Fleißig am Arbeiten. Scheiße! Was ist los, Heavy? Diese Strahlen nahmen auf meinem Peace. Bauch. Irine Engel. Das Hauptziel. Enigma Terminal. Wow, wie komme ich denn da hoch? Könnte ich mir die ganzen Enigma-Sachen mal ansehen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, oder?
Hangar. Ich glaube, der war oben. Alles okay? Da war eine Tür, die verschlossen war. Ja. Ich glaube, langsam finde ich mich zurecht, so ganz grob. Und dann ging es, glaube ich, noch ein Stückchen nach oben. Da hinten. Captain. Sie. Da, Hangar. Das würde ich noch gerne machen, bevor wir die Folge beenden. Ich fühle mich wie in einem Sarg. Dann bringen wir den Vogel mal zum Fliegen, wie Grace es wollte. Konzentriere dich auf die Aufgabe. Komm, alles so schön bemalt, ne? Hallo, Mister. Frage ist, warum habe ich hier jetzt eine Waffe gezückt? Ich brauche wohl mehr Diesel. Hier ist eine Dieselstation. Warum muss ich meine Waffe dafür leer machen? Kann er nicht den Schlauch irgendwie bis dahin ziehen? Das ist, glaube ich, zu weit weg. Okay. Muss gedrückt halten, sorry. Noch mehr. Ja, gut. Ich glaube, dieses Schiff hat genug Diesel an Bord. Als größtes Kriegsschiff der Welt. Dem Hubschrauber geht's gut. Sollte ich Grace wissen lassen. Gut, dann gehen wir mal zurück. Hey. Hey. Moin. Und jetzt springen wir in den Abgrund. Nein, Quatsch. Wie geht's denn, Bruder? Mir geht's gut, Bruder. Fertig. Helikopter ist startklar. Danke, Mann. Zeit für eine kleine Versammlung. Durchqueren Sie die Tore, um die 31 Straßen des Wissens zu beschreiten. Aber in Bezug worauf? Hey, kleiner Sternmann. Bist du kitzlig, Kumpel? Max! Grundgütiger Max! Hast du mich erschreckt? Guck, ich lese hier gerade schwere Kost und ein kleiner Spielzeugroboter passt nicht so ganz zu dieser Seelenreise, Mann, okay? Max Hals. Max, ist schon okay, Kumpel. Das ist alles viel zu kompliziert für dich. Spiel doch mit deinem Schwein, Max. Ich versuche, den Bezug zu diesen Toren zu finden und... Du würdest das nicht verstehen. Max, Hass! Max, das ist wirklich hohe philosophische Literatur, okay? Du kannst nicht einfach anfangen... Oh. Max, das ist es! Wie hast du... Brauch sie in der Zentrale, Wyatt. Okay, Leute. Jetzt wird's richtig heiß. Das Boot hat Atomraketen und ich habe ein Ziel. Ein verdammt gutes sogar. Alles klar, Boss. Ja, so macht man das. Coole Sache. Gefällt mir. Also hier. Specy ist zurück in seine Heimatstadt Roswell in New Mexico, um alles vorzubereiten. Nun, durch Specys Versteck gelangt man in einen Tunnel, der direkt in die streng geheime unterirdische Basis führt. Und dort experimentiert das Regime mit irgendwelcher außerirdischen Technologie. Roswell? New Mexico, sagten Sie? Das ist eine von uns.
Was heißt das? Eine von uns? Ja, das wüssten Sie gerne, hm? Und dann schicken Sie Ihren Kumpels in Berlin verschlüsselte Nachrichten. Nein! Was zum Teufel macht die überhaupt hier? Grace, sie gehört zu den Guten. Hört verdammt nochmal zum Regime. Was haben Sie gesagt? Diese Geheimbasis, von der Sie erzählt haben, sie wurde gebaut von den Datjechut. Einer unserer größten Unterschlüpfe. Ja, hier in der Nähe dessen, was jetzt Roswell, New Mexico heißt. Aber es gibt sie seit 1000 Jahren, lange bevor Amerika von Europäern unterjocht wurde. An diesem Ort befand sich Antigravitationstechnologie, die das Blatt im Krieg problemlos hätte wenden können. Wir gewährten der US-Regierung Zugang, aber leider war es schon zu spät. Amerika fiel, das Regime bekam den Unterschlupf in die Hände. Ach, herrje. Scheiße, das wird Spashy nicht gefallen. Er dachte, es wäre ein Außerirdischer. Hat 47 Mal ein Schiff dort abstürzen sehen. Also was haben Sie damit vor? Schon mal vom Generalstab gehört? Na klar. Da hängen die für die Kriegsmaschinerie verantwortlichen hohen Tiere ab. Das Regime hat ihn in ihren Unterschlupf verlegt, Zed. Was da auch ist, ist verdammt wichtig. Denn die obersten Ränge der Führungsriege haben Berlin verlassen. Und sich in New Mexico angesiedelt. Und deshalb brauchen sie das hier. Was in aller Welt ist das? Das ist eine tragbare Atombombe. Wir schalten den Generalstab aus, legen die Führungsriege lahm und destabilisieren das ganze gottverdammte Land. Dann wissen alle, dass wieder gekämpft wird. Blaskowitz, bereit machen. Ich schicke Sie nach Roswell. Hiermit. Roswell ist außerhalb unserer Reichweite. Wir setzen Sie also an der Küste nahe Galveston ab. Von dort fahren Sie nach Roswell. Treffen sich mit Super Spash in Papa Joe's All-American Diner und platzieren die Atombombe inmitten des Generalstabs. Dann jagen sie den ganzen Scheiß in die Luft. Okay, Blaskowitz. Wir sind endlich in der Welt angekommen. Wir sind draußen. Wir sind nicht mehr auf dem U-Boot oder im verseuchten Manhattan. Weil das sah auch schon von der Szenerie her echt geil aus. Hat mir super gut gefallen. Aber jetzt sind wir in America. Und ein riesiges Wanted-Schild mit unserem Gesicht drauf, also vom BJ meine ich, hängt da rum. Mal sehen, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen werden. Auf jeden Fall ist schon ein sehr spannendes Spiel und ich habe mega Bock. Es macht so viel Spaß. Und ich danke euch schon mal recht herzlich fürs Zusehen und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge von Wolfenstein 2 The New Colossus. Bis zum nächsten Mal.